Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit den neuen Büchern aus dem März. Und es sind, ja, mal wieder doch so einige Bücher. Ursprünglich hatte ich mir ja im Februar noch vorgenommen, dass ich vielleicht einstellig werde. Das hat nicht geklappt. Es sind tatsächlich 20 neue Bücher bei mir eingezogen. Ich habe dafür nicht wirklich eine Erklärung, außer dass natürlich Bücher kaufen ja, ganz wunderbar funktioniert und auch, ja, man natürlich durch BookTube, was ich ja besonders Anfang März doch ein bisschen vermehrt angeschaut habe, auch immer mal wieder auf neue Bücher, ja, so ein bisschen, ja, trifft sozusagen. Hat jetzt, dadurch, dass ich im März ein bisschen weniger gelesen habe, natürlich meinen Sub ganz schön in die Höhe getrieben. Es wird auf jeden Fall noch einen Monatsrückblick geben. Ich denke, der wird dann nächste Woche kommen und ja, es sind wunderbare Bücher dabei, ein paar sind auch schon gelesen, aber tatsächlich diesmal wirklich mehr Neuzugänge, die ungelesen sind. Und ja, insgesamt 20 Bücher, es sind 10 echte Bücher bei mir eingezogen. Es war eine Medimops und eine Rebuy-Bestellung unter anderem dabei und auch das Tauschpaket, was ihr ja schon am 1. April das Video gesehen habt, zählt natürlich jetzt hier endlich offiziell mit hinein. Dann sind 3 E-Books bei mir eingezogen und 7 Hörbücher. Also es ist recht schön 50-50, was den Echtbuch, haptisches Buch versus digital sozusagen angeht, was ja immer so ein Wunsch und ein Ziel von mir ist. Wir starten mit dem ersten Buch im März und das ist der zweite Teil der Nevermore-Reihe von Jessica Townsend. Das Geheimnis des Wunderschmieds. Wir haben ja im Februar im Leseklub den ersten Band gelesen. Ich habe den absolut gefeiert, war für mich wirklich ein Highlight. Und da war relativ schnell klar, dass auch der zweite Band einziehen wird. Auch hier finde ich das Cover ganz okay. Ich mag aber tatsächlich diese Aufmachung dieser Cover nicht ganz so. Aber ich freue mich, ja, im Grunde in diese Welt wieder einzutauchen. Ich lese das auch aktuell und freue mich, euch dann in der nächsten Bücherwoche was dazu rüber zu erzählen. Dann kommen 2 Rezensionsexemplare. Die findet ihr immer unten in der Infobox. Zum einen findet ihr dort alle Bücher, die ich euch zeige, wenn ihr da was nachlesen wollt. Und ich kennzeichne auch alle Rezensionsexemplare nochmal separat, dass ihr ja, das im Grunde auch einfach in der Infobox dann nachvollziehen könnt. Das erste ist Gulomans, tödliche Lektion von Naomi Novik. Und ich habe von der Autorin schon mal ein Buch gelesen. Da ging es um irgendwas mit einem Wald. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Und ich weiß, dass mir das ja, sehr, sehr gut gefallen hat. Ich glaube, dass das jetzt auch eine Reihe ist. Ich weiß nicht, ob es eine Dilogie oder eine Trilogie wird. Ist auf jeden Fall der Auftakt einer Reihe, wo wir im Grunde auch an einer, ja, Schule sind, wo es Magie gibt, die aber anders funktioniert, als man, ich glaube, das gewohnt ist. Und hier war ich einfach neugierig. Zum einen auch das Cover richtig toll und zum anderen eben einfach die Erinnerung an den Schreibstil der Autorin, der mir da eben gefallen hat. Oder, ach, ich komme leider gerade nicht drauf, wie das Buch ursprünglich hieß, was ich von ihr gelesen habe. Aber da freue ich mich schon aus Lesen und Entdecken. Und dann von Erika Swiler, Der Tag, an dem mein Vater die Zeit anhielt, habe ich schon lange, lange auf der Wunschliste gehabt, weil ich glaube, es sollte auch schon mal im letzten Jahr erschienen, ist dann aber irgendwie verschoben worden. Und weiß auch gar nicht mehr, wie ich so darüber gestolpert bin. Ich weiß nicht, ob es bei was Englischsprachigen war oder ich weiß es nicht mehr. Von Erika Swiler habe ich das Buch gelesen, wo es um das Geheimnis der Schwimmerin ging. Und ich weiß, dass ich den Stil sehr speziell fand, aber die Geschichte drumherum ganz spannend. Und hier finde ich mega interessant, dass wir eine Tochter haben, die Astronautin werden möchte und einen Vater haben, der ja, im Grunde nicht möchte, dass sein kleines Mädchen groß wird und wohl die Mutter auch eine gewisse Funktion annimmt, um das so ins Verhältnis zu setzen. Und ja, es soll eine wunderbare Geschichte sein. Ich habe 1-2 Meinungen schon dazu auf BookTube gesehen und ja, habe noch direkt mehr Lust auf das Buch bekommen als vorher schon. Dann ist auf eine Empfehlung von der lieben Freundin Sprache und Sein als Hörbuch bei mir eingezogen von Kübra Gümüşsey. Gab es, glaube ich, in einem 2:1 Paket, also war im Grunde ein halber Gutschein. Es war auch relativ kurz und ist, glaube ich, auch als Buch nicht sehr dick. Und meine Freundin hat davon sehr geschwärmt und ja, ich war auch so ein bisschen neugierig, was macht Sprache, was drückt Sprache aus
und wie das natürlich auch gerade jetzt in Bezug auf verschiedenste Themen, die eben irgendwie diskriminierend sein können, rassistisch sein können. Ja, das hat mich sehr interessiert. Ich habe das Buch auch im März schon gehört und werde euch da auf jeden Fall im Monatsvideo mehr dazu erzählen. Dann kam meine Medimops-Bestellung an, die ich noch Ende Februar aufgegeben hatte. Und zum einen ist bei mir Sommer in Wien eingezogen von Petra Hartlieb. Ich hatte ja, glaube ich, Ende Februar den Frühling der Reihe gelesen und ich mochte ja sowohl den Winter wie den Frühling und dann geht es jetzt einfach mit dem Sommer weiter. Wir sind hier 1910, 13, bin mir gerade gar nicht mehr so richtig sicher und wir sind in Wien 1912 und wir treffen unter anderem den Dichter Arthur Schnitzler und die Geschichte dreht sich eben um sein Kindermädchen, die uns eben ihre damalige Geschichte erzählt. Und wir sind eben historisch unterwegs und in Wien und mir hat es großen Spaß gemacht. Außer, dass die Bücher wirklich sehr dünn sind und dementsprechend, ja, ich mir da natürlich immer mehr Stoff wünschen würde. Aber mir haben die vorhergehenden Bände sehr gut gefallen und ich freue mich dann hier auch sehr, sehr, sehr auf den Sommer. Und das zweite Buch ist dann von Maike Winnemuth, um es kurz zu machen. Mir hat ja von ihr das große Los so, so gut gefallen, dass ich geguckt habe, welche Bücher gibt es von ihr noch. Und wir haben hier, soweit ich das gesehen habe, im Grunde ihre, nicht Kurzgeschichten, sondern ihre Kolumnen. Und die dann im Grunde so ein bisschen zum Thema Lieben, Hassen, Aussehen, Genießen, Abspecken, Trödeln, Ausprobieren und Einsehen. Und ich bin da einfach sehr, sehr gespannt, ja, was mich da erwartet. Glaube aber einfach, wie mir das große Los gefallen hat, dass die Autorin da definitiv auch schöne Geschichten reingepackt hat. Hat es beides relativ günstig irgendwie bei Medimops gegeben und ich habe auch noch zwei Bücher für eine Freundin mitbestellt gehabt, sodass wir dann auch portofrei waren und ja, von daher, das hat sich gelohnt. Dann sind zwei Hörbücher bei mir eingezogen, wieder im Sinne 2 für 1, also für einen Gutschein 2 Hörbücher in der Regel, weil die entweder etwas älter sind oder irgendwie kürzer sind oder gerade beworben werden. Zum einen Grünblatt und Silberbart, Band 1 bis 3 von, Katze kracht hier gegen die Tür, von Tom Flambart. Und hier bin ich drauf gestoßen. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich kriege das gar nicht mehr zusammen, um was es so in der Geschichte ging. Wir haben auf jeden Fall Fantasy und ich bin drauf gestoßen, weil der Sprecher Robert Frank ist. Und der hat sich ja im letzten Jahr mit Nevernight total geflasht, wie er das rübergebracht hat und hat sich ja wirklich so ins Hörbuch-Sprecherherz von mir gesetzt. Ich glaube, jetzt kein gutes Deutsch, aber ihr wisst gleich, was ich meine. Und ich bin einfach mal auf den Sprecher gegangen oder habe während des Suchens bei 2:1 gesehen, wer natürlich auch die Sprecher sind. Und wir haben hier wohl High Fantasy und zwei Wesen dieser Welt, die irgendwie unterwegs sind. Und ich bin jetzt einfach neugierig. Ich weiß tatsächlich nicht viel mehr, außer ja, dass hier der Sprecher mich auf jeden Fall ja, angesprochen hat. Und ich den eben großartig fand. Und dann ist das der Auftakt einer neuen Reihe von Chris Colfer bei mir eingezogen. Und zwar Tale of Magic ist die neue Reihe. Und zwar ist der Auftakt eine geheime Akademie. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie im letzten Jahr das Buch hieß, was ich von Chris Colfer gelesen habe. Auf jeden Fall seine vorhergehende Reihe, die ja jetzt soweit auch abgeschlossen ist. Ist es dann... Ja, Chris Colfer kennt man aus der Serie Glee, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich weiß, dass mir die vorhergehende Reihe ganz gut gefallen hat. Ich habe da Band 1 und 2 gehört, aber mir war es an mancher Spur einfach ein bisschen zu kindlich. Und ich weiß auch nicht, ich konnte es dann nicht ganz so genießen, wobei ich da auch Rufus Beck als Sprecher und auch diesmal wieder Rufus Beck wirklich sehr großartig fand. Und hier klingt eben Tale of Magic auch richtig toll und für einen halben Gutschein habe ich da jetzt einfach mal zugegriffen. Dann ist der neue Stephen King Mitte des Monats bei mir eingezogen und zwar später, auch dankenswerterweise an den Heine Verlag für die Zusendung. Der ist schon gelesen, darüber haben wir auch schon im Hangout am Donnerstag geredet und ja, wird auch definitiv jetzt im Monatsrückblick besprochen. Für mich ein King, der ja, definitiv in die Top 10 gehört, weil ich es wirklich mal
einen ganz anderen King fand und ich durchaus, weil er nicht so dick ist, auch als Einsteiger-King empfehle. Auch wenn man natürlich sagen muss, wenn man dieses Buch liest, hat man nicht den klassischen King. Und vieles, was ich ja an King schätze, fehlt hier so ein bisschen. Aber dennoch war es für mich wirklich eine Highlight-Geschichte und wirklich richtig, richtig toll. Dann hat mich ein ganz liebes Trostpaket erreicht und eine liebe Freundin von mir hat mir einen Buchwunsch erfüllt und ich sehe hier, dass da auch noch ein schrecklicher Bestseller-Aufkleber auf dem Cover klebt. Ich weiß gar nicht, warum man das immer macht und das Cover so verhunzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin dann immer jemand, der das auch abzippeln muss und dann sieht es meistens danach schlimmer aus als davor. Aber ja, ich finde das tatsächlich nicht so schön, aber ich glaube, den haben wir gut weggebracht. So, und zwar Maike Winnemuth, Bin im Garten, ein Buch, was glaube ich letztes Jahr erschienen ist, wo ich viele, viele tolle Rezensionen gesehen, gehört, gelesen habe. Und soweit ich jetzt weiß, ist tatsächlich Maike Winnemuth hier einfach in ihren Garten gegangen und führt ein Tagebuch über diese Abenteuer von Träumen und Planen, Schuften und Graben, Säen, Pflanzen, Ernten, Essen und auch vom Muskelkater. Und wir sind hier an einem paradiesischen Ort mit Radieschen und Schnecken und ich freue mich drauf. Wie vorhin schon gesagt, ich mochte das Buch Das große Los von ihr wirklich sehr und auch so, wie sie ihre Gedanken zum Leben in Worte gefasst hat und freue mich dann hier auch auf dieses Buch von ihr. Dann ist von C.E. Bernard Das Lied der Nacht bei mir eingezogen. Das ist der Auftakt einer Trilogie, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt zumindest Band 1, genau. Und zwar ist das die Wayfarer-Saga und sie ist eine Liebeserklärung an den Herrn der Ringe und wird geheimnisvoll, episch und absolut süchtig machend beschrieben. Der erste Band ist das Lied der Nacht, dann kommt das Flüstern des Zwielichts, wohl schon im Juli, und im November kommt dann der Klang des Feuers. Und man kann hier auch ganz schön, ich hoffe, alle drei Bände sehen, die dann im Grunde auch ein Bild in sich nochmal ergeben, was ich tatsächlich auch sehr, sehr schön finde. Von C.E. Berner habe ich, also ist ja glaube ich eine deutsche Autorin, die aber in Kanada wohnt, wenn ich mich richtig erinnere, war das irgendwie nicht so? Oder zumindest in den USA, ich bin mir gerade aber auch nicht mehr sicher. Im Ruhrgebiet geboren und jetzt in Kanada und den Vereinigten Staaten und war aber auch Australien und Paris. Und ich glaube, sie schreibt auch ihre Bücher im Englischen, im Amerikanischen. Und von ihr habe ich damals die Palace-Saga gelesen, zumindest Band 1 bis 3. Und ich weiß, dass ich Palace of Glass großartig fand. Und in Band 2 es eine Entwicklung gab, die ich nicht so gut fand und die dann in Band 3 ihren Höhepunkt erreichte und ich ganz schrecklich fand. Und ich glaube, es gibt mittlerweile sogar einen vierten Band, den ich aber dann gänzlich ignoriert habe. Dennoch freue ich mich auf dieses Buch sehr, weil es eben auch High Fantasy ist und wir sind hier in einem finsteren Tal mit hohen schneebedeckten Bäumen und wir haben einen einsamen Wanderer, der in den Stunden des Zwielichts umhergeht und sie in der bläulich glänzenden, genau, und sie beginnt mit einer Frage, fürchtet ihr euch? Und ich bin gespannt, freue mich da auf jeden Fall aufs Lesen und freue mich da in die Fantasy eintauchen zu können. Dann gab es eine wunderbare Empfehlung von einem guten Freund von mir und zwar das neue Buch, der Auftakt einer neuen Reihe von Siri Patterson und zwar ist das Eisenwolf. Und das ist der Auftakt der Vardari-Saga. Ich habe damals von Siri Patterson die Odins Kind-Reihe begonnen, habe den ersten Band gefeiert, habe mit Band 2 irgendwie nicht mehr durchgeblickt und dann auch tatsächlich abgebrochen, soweit ich weiß, und gar nicht weitergelesen. Hier haben wir nun aber eine ganz neue Geschichte und ich weiß tatsächlich hier auch gar nicht so viel, als dass es High Fantasy ist, in einer neuen Ebene gestiegen ist, nach der Empfehlung und ich hier einfach gespannt bin, was mich erwartet. Und ich finde ja auch, dass High Fantasy sehr gut als Hörbuch funktioniert und deswegen ist das auch in dieser Art bei mir eingezogen. Dann gab es ein Outing im März, ich glaube am 22. 23., dass Adriana Popescu unter dem Pseudonym Sarah Fischer vor 2 Jahren ein Buch veröffentlicht hat und zwar Zeilen ans Meer. Und jetzt mit Erscheinen des Taschenbuches, wie ich es in der Hand halte, lüftet das Geheimnis, lüftet das geschlossene Pseudonym und es gibt ein neues Buch von Adriano Popescu, wenn man so möchte.
Sarah Fischer ist eine Ode an Carrie Fischer. Und da es eine Carrie in Sex and the City gibt, die von Sarah Jessica Parker gespielt wird, haben wir hier eine Sarah Fischer oder Sarah Fischer, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Ein Buch, welches in Briefform geschrieben ist zwischen Lena, die einst in Australien war, Flaschenpost ins Meer geworfen hat und ich glaube 16 Jahre oder 15 Jahre später findet Sam in Australien diese Flaschenpost und antwortet Lena. Und die beiden beginnen dann eben, ja, im Grunde wie eine Brieffreundschaft, Briefe hin und her zu schreiben und erzählen von ihrem Leben, ihren Leidenschaften und dem Alltag. Und besonders schön fand ich hier drin die Liebesgeschichte ans Meer und besonders die Flaschenpost selbst, die sich sehr um die Liebe ans Meer kümmert. Also die ist auch adressiert an Lieber Ozean. Die hat mich mehr als ins Herz getroffen, weil ich tatsächlich manchmal das Gefühl hatte, dass Adriana ja meine Liebe zum Meer hier drin beschrieben hat. Also richtig, richtig toll und war für mich auch im März ein Highlight. Dann hatte ich mir ein Hörbuch vorbestellt im Zusammenhang mit Sprache und Sein, war das zweite 2 für 1, das neue Buch von Melanie Rabe. Und zwar Melanie Rabe über Lady Gaga, spricht Melanie Rabe auch selbst. Und ich muss hier sagen, ich war mega gespannt, nachdem ich Kreativität von Melanie Rabe gehört habe, was so ein bisschen dahinter steckt. Also warum uns Melanie Rabe etwas über Lady Gaga erzählt, war hier einfach super neugierig. Es sind sehr dünne Bücher. Also ich habe ein anderes aus dieser Reihe hier. Das ist ja die Musikbibliothek aus dem Kiwi Verlag. Und das sind wirklich dünne kleine Büchlein. Und ich habe mich aber hier auch ganz bewusst fürs Hörbuch entschieden, weil eben Melanie Rabe selbst liest. Und ich ihr auch stundenlang tatsächlich zuhören kann. Und ich überlege echt, ob ich hier einfach nochmal mit einem Thriller auch eine Chance gebe. Ich fand ja die Falle nur so okay. Mal sehen. Oder ob sie mich dann doch eher einfach mit ihren Sachbüchern bekommt. Ein weiteres Hörbuch ist der neue Arno Strobel. Und zwar Mörderfinder, die Spur des Mädchen. Der Auftakt einer neuen Trilogie, soweit ich das gesehen habe. Hier finde ich es toll, dass Dietmar Wunder spricht. Dem höre ich nämlich auch super, super gerne zu. Und ich habe auch die App und online, ich glaube, offline von ihm gehört und hatte da immer sehr viel Spaß und freue mich da auf den neuen Thriller. Ich weiß jetzt schon, dass es wohl auch, ich weiß tatsächlich gar nicht viel über diesen Thriller. In der Rezension von Anka habe ich nur mitgenommen, dass es wohl hier ein bisschen zur Sache geht in Bezug auch auf Kinder und dass das wohl nicht so leichte Kost ist. Da muss ich mal sehen, wann ich in Stimmung bin. Das kann ich nicht immer so pauschal im Voraus sagen, aber jetzt kommt ja der Sommer, Tage werden heller, sonniger, das Gemüt vielleicht auch und dann passt das vielleicht ganz gut. Arno Strobel kann ja wirklich sehr spannend schreiben und ich freue mich da auf jeden Fall dann auch das Hörbuch zu entdecken. Auch als Hörbuch ist das neue Buch von David Safir bei mir eingezogen und zwar Miss Merkel. Ich habe, soweit ich weiß, so ziemlich alles von David Safir gelesen oder gehört. Angefangen mit Mises Karma, über Mu, über plötzlich Shakespeare. Ich glaube, von Mises Karma gibt es einen zweiten Teil. Also einiges von ihm gelesen und gehört. Und ich habe mich sehr auf diese Krimi-Geschichte gefreut. Denn hier haben wir Angela Merkel, die eben als Privatdetektiv unterwegs ist und in der Uckermark einen Fall löst in ihrer Rente. Oder sich dran setzt und einen Fall lösen möchte. Und ich fand es ein bisschen faszinierend. Das Buch habe ich letztes Jahr irgendwann ins Auge gefasst und habe dann ja auch gesehen, dass die Queen ermittelt. Und das habe ich ja in diesem Jahr auch schon gehört. Und ich fand es ganz faszinierend, dass jetzt hier diese Geschichten so ein bisschen kommen im Sinne von irgendeine berühmte Person, politisch vielleicht tatsächlich, die eben jetzt in ihrer Freizeit, Rente, was auch immer, Fälle löst. Das finde ich tatsächlich eine ganz interessante Entwicklung und dass das eben so, also dass da scheinbar die Idee bei 2 verschiedenen Autoren im Kopf war und jeder sich sozusagen im Grunde seinem Staatsoberhaupt zugewendet hat. Finde ich nebenbei ganz spannend. Ich habe Miss Merkel auch schon gelesen. Miss Merkel im Grunde auf Bezug auf Miss Marple. Und es ist wirklich humorvoller Krimi mit einem sehr spannenden Fall und wirklich wunderbaren Verstrickungen, was Angela Merkel, ihren Mann, ihren Hund angeht, diesem ganzen Dörfchen.
Und auch die Sprecherin hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist, glaube ich, die Synchronstimme von Buffy. Also mit Namen habe ich es irgendwie nicht. Sarah Michelle Gellar, glaube ich. Und hat auch habe ich jetzt auch gehört Ende März. Und ja, da spreche ich, wie schon gesagt, im Monatsrückblick auf jeden Fall ein bisschen drüber. Dann habe ich vorhin ja gesagt, ich habe Lady Gaga über... Melanie Rabe über Lady Gaga gehört und habe dann bei Tauschticket Anja Rützel über Take That entdeckt. Und jetzt kann man sich in etwa auch vorstellen, ich sage jetzt mal zu einem Hardcover, wie süß-klein das tatsächlich so im Vergleich ist. Und ja, ich bin ein riesen Take That-Fan. Im Grunde seitdem ich irgendwie 10, 11 bin, finde ich die großartig. Und sie schreibt hier hinten auch so, Take That sind meine liebsten Fluchthelfer aus dem schrundigen Alltag. Und an manchen seltenen Tagen glaube ich wirklich daran, dass das Leben so dramatisch und toll sein kann, wie ihre Musik behauptet. Could it be magic? Möglicherweise. Und da mir eben das Buch von Melanie Rabe so gefallen hat, wollte ich jetzt eben auch hören, was Anja Rützel über Take That erzählt. Sie ist freie Autorin in Berlin und war immer ein Fan von Jason Orange. Finde ich auch interessant. Und da hat man auch hinten so ein bisschen die Geschichte über die Gründung, die Trennung, die Einzelsachen, die rausgekommen sind und so weiter. Ja, also ich bin neugierig und als echter Take That-Fan musste das natürlich bei mir einziehen. Dann haben wir euch am 1. April unser Buchtauschpaket erzählt und vorgestellt. Und ja, ihr wisst im Grunde jetzt schon, welche vier Bücher kommen. Ich packe euch das Video zumindest schon mal einfach so in die Infobox. Könnt ihr ja gerne der Reihe nach anschauen. Es sind, glaube ich, insgesamt 9 oder 10 Videos geworden, weil wir eben in dieser Tauschgruppe waren. Die Bücher sind ursprünglich schon im Dezember bei mir eingezogen. Ich habe sie aber tatsächlich zur Seite gepackt, habe sie ignoriert und nehme sie jetzt eben in den März mit auf, eben in dem Moment, wo wir dann eben am 1. April auch darüber sprechen. Ich hätte es tatsächlich irgendwie komisch gefunden, sie euch schon im Dezember zu zeigen, beziehungsweise hätte ich dann ja auch das Buchpaket gespoilert und im Nachgang hätte ich das Buch, die Bücher jetzt eben schon gelesen, hättet ihr am Ende vielleicht auch schon gewusst, wenn ihr das, ja, also wie ihr seht, Probleme eines Booktubers, ich habe sie jetzt in den März reingezählt, ist statistisch nicht ganz richtig, ich weiß, aber man sollte ja Nina Bilanz glauben, die man nicht selbst gefälscht hat. Ich habe 3 Bücher behalten, die auf dem Sub gewandert sind. Und ein Buch, weil es damals ein Highlight für mich war, das ich eben auch gern einfach im Regal haben möchte, was eben auch einfach ja, hier mit drin war. Zum einen ist das die Chroniken von Toronia von J.D. Reinhardt. Die Prophezeiung ist der Auftakt einer Jugendbuchreihe. Und es geht hier um, genau, erste Band der großartigen Fantasy-Trilogie, um Macht und Schicksal, Liebe und Verrat, Sieg und Niederlage, magisch düster, opulent und unglaublich spannend, Game of Thrones für junge Leser. Und das hat mich direkt angefixt, jetzt bin ich nicht unbedingt der jüngste Leser, aber ein Game of Thrones-Fan und ich habe damals mir 2, 3 Rezensionen auch einfach mal auf Amazon angeschaut, wie ich so geprüft habe, kommt das Buch für mich in Frage, weil es mich vom Cover direkt angesprochen hat und erinnert natürlich auch so ein bisschen durch den Adlern an den Herrn der Ringe, an den Hobbit. Aber ja, ich freue mich drauf, das jetzt zeitnah auch zu entdecken. Ein besonderer Schatz ist bei mir eingezogen. Und da muss ich auch wirklich sagen, da fiel es mir super, super schwer, nachdem ich die Weltenwanderer-Sage gefeiert habe, das Buch im Grunde einfach links liegen zu lassen. Und ich habe so viele Kommentare bekommen, nachdem ich von der Weltenwanderer-Sage so geschwärmt habe. Steffi, du musst Vicious lesen von V.E. Schwab, Victoria Schwab. Wenn sie, ich glaube, Erwachsener schreibt, ist es V.E. Schwab, während Victoria Schwab eher für die Jugendbücher ist. Und ich wusste ja schon, dass das Buch bei mir liegt und musste da natürlich immer so ein bisschen drum herum schippern, wenn mir Leute das empfohlen haben. Aber da freue ich mich mega drauf. Ich muss auch sagen, ich habe, glaube ich, gar nicht groß auf den Klappentext geachtet. Eine brillante Erkundung des Superheldenmythos und ein fantastischer Rache-Thriller. Es stand halt wie I. Schwab drauf, ne? Muss man ganz klar sagen. Das Leben, das echte Leben, ist kein Kampf zwischen Gut und Böse. Es ist ein Kampf zwischen Böse und etwas Schlimmerem. Ja, so ist das. Ich glaube, das ist eine Dilogie. Ja, das klingt natürlich schon ganz schön knallhart.
Ist, glaube ich, eine zweiteilige Reihe, Vicious and Vengeful, genau. Und ja, da freue ich mich drauf. Ich freue mich aber natürlich auch auf ihr neues Buch, was im April, Mai jetzt irgendwie erscheint. Aber ich glaube, dass ich das tatsächlich recht zeitnah gleich irgendwie zur Hand nehmen werde. Und das letzte Buch, was jetzt als Neuzugang zählt, ist dann von Anne Brashears, So nah und doch so fern. Hat mich auch direkt angesprochen, als ich es in Händen hielt. Eine fantasievolle, romantische, wunderbare Reise durch die Zeit. Eine packende Geschichte über Liebe und Vergänglichkeit, Leben und Wiedergeburt. Wir haben hier Daniel und Lucy, die sich einst geliebt haben, vor vielen Jahrhunderten und vielen Leben zuvor. Und jetzt verfügt Daniel über die Gabe, sich an seine früheren Existenzen zu erinnern. Und für Lucy ist er aber ein völlig Fremder, obwohl sie sich auf verwirrende Weise zu ihm hingezogen fühlt, als sie sich wieder begegnen. Und das klingt nach einer wunderbaren Liebes-Lebensgeschichte. Natürlich mit dem Aspekt irgendwie einer Art, ja nicht Zeitreise, aber eben dem früheren Leben, diesen Reinkarnationen. Und ja, freue ich mich drauf. Klingt richtig, richtig toll. Und ja, bin ich sehr gespannt. Und dann das Highlight-Buch, was auch wieder so einen blöden Sticker drauf hat, was ich vor Jahren, als es erschienen ist, gelesen habe. Das ist aber bestimmt schon 4 Jahre her, 5 Jahre her. Ja, 2016 habe ich, wenn ich mich recht erinnere, damals sogar gehört. Und zwar 5 am Meer von Emma Sternberg habe ich absolut gefeiert. War ein richtig, richtig tolles Buch. Es gibt jetzt, glaube ich, noch einen Roman von ihr und es kommt auch in diesem Jahr ein. Und zwar, ja, haben wir hier Lynn, die ihren Verlobten in Flagranti erwischt und dann in ein Haus in den modernen Hamptons zieht. Und dort haben wir 5 lebenslustige Senioren, die Bewohner in diesem Haus sind. Und ja, hier gibt es dann auch noch einen attraktiven Journalisten. Und ja, hat mich tatsächlich sehr an die Golden Girls erinnert und so ein bisschen diese Mischung, jung trifft auf alt und ja, habe ich in wunderbarster Erinnerung, wird jetzt ins Highlight-Regal einziehen, werde ich vielleicht tatsächlich auch in diesem Sommer einfach nochmal rehören sozusagen. Und es ist deswegen auch echt eingezogen, weil ich das schon immer mal Freunden auch einfach in die Hand drücken wollte. Und es hat aktuell jetzt auch in der Zeit seit Dezember bis jetzt auch schon jemand gelesen und hat auch nur positives Feedback zurückgegeben. Also das ist ein Buch, was definitiv immer mal wieder verliehen wird und es einfach so ein Highlight-Buch war, was mir unglaublich gut gefallen hat. Und ja, ich mich jetzt dann auch auf ihr neues Buch in diesem Jahr freue. Und das waren sie jetzt, die 20 plus 1 Bücher, also doch leider um Längen mehr an Einstelligkeit sozusagen, wie ich es mir eigentlich ein bisschen vorgenommen, aber gewünscht hatte. Aber der März war einfach anders als gedacht und dann kann ich eben ja meinen Trost mir auch ein bisschen in Büchern holen und ja, BookTube war da jetzt ja auch nicht ganz unschuldig an dem einen oder anderen Buch. Ja, 20 Bücher. Ich bin gespannt, wie viele Bücher bei euch eingezogen sind, ob ihr eins vielleicht auch schon der etwas älteren Bücher kennt und jetzt schwärmend in den Kommentaren darüber berichten wollt oder ob ihr eins der neueren Bücher vielleicht jetzt auch bei euch liegen habt und euch auch auf diese Neuerscheinung freut. Lasst uns gerne ein bisschen in den Kommentaren drüber austauschen. Die Bücher findet ihr in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Da ist neben den Büchern auch noch ja, Instagram verlinkt, Facebook, der Leseklub, die Playlist für den Hörgenuss. Schaut da gerne mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.